Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Cadence of Hyrule. Im letzten Part waren wir hier am Hylia-See unterwegs. Wir haben zum Beispiel die Flossen erhalten oder auch die Pegasus-Fußkette. Aber allen voran haben wir auch Cadence freigespielt. Wir können jetzt auch als sie spielen oder mit ihr spielen. Ziemlich cool. Sie hat als besondere Fähigkeit so einen Schaufelstoß, den sie machen kann. Und sie hat vor allem einen Schild, den sie einfach dauerhaft vor sich haben kann. Also ist beim Einsatz ein bisschen simpler als Nairos Umarmung von Zelda, aber das geht halt nicht in alle Richtungen. Meistens werde ich aber nur von einer Seite beschossen, nicht von allen Vieren oder sowas. Deswegen, ich glaube, der Schild ist schon im Einsatz ein bisschen besser als Nairos Umarmung, weil simpler. Ja, jetzt auf jeden Fall werden wir hier am Hylia-See die Eisgrotte spielen. Unseren vierten und letzten Dungeon dann auch schon. Ich will übrigens wieder wechseln auf den Speer. Oder, ich meine, auf der Karte gibt es anscheinend nochmal einen Dungeon-Eingang. Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, ob das jetzt wirklich dann der letzte sein wird. Eigentlich gibt es ja vier Instrumente. Und das ist halt unser vierter, ne? Also eigentlich dürfte es dann gewesen sein, aber vielleicht auch doch nicht. Mal schauen. Jetzt haben wir hier natürlich lustige Eisrätsel. Warte mal kurz, kann ich da eine Bombe hinlegen? Ah, ich kann die einfach wegspringen, okay. Tut mir jetzt aber auch nicht so viel, ehrlich gesagt. Aber ich kann mal was austesten. Und zwar mit dem Somaria-Stab. Wenn ich da jetzt in das Wasser einen Block reinhaue, dann wird der ja dadurch tiefer. Komme ich da jetzt drauf? Ne, immer noch, ist immer noch zu hoch. Habe ich nochmal einen anderen? Ja, da wäre noch ein Stein da oben. Ja, vielleicht soll ich da später hinkommen. Ich wüsste jetzt aber echt noch nicht wieder. Aber wir machen erstmal weiter. Ich nehme mal als andere Waffe noch. Weiß ich nicht. Ein Eisstab wird hier nicht so toll sein wahrscheinlich. Ich nehme mal hier die Pegasus-Fußkette, die wir beim letzten Mal bekommen haben. Ob ich die wirklich so oft einsetzen werde, weiß ich nicht. Oder vielleicht doch mal die komische Trommel hier. Da überspringe ich ja einen Beat. Und ich verstärke meinen nächsten Angriff dann auf dem folgenden Beat. Ich kann es mal austesten ein bisschen. Ja, halt, ob ich das hinkriege, wahrscheinlich nicht. Aber wir können es ja mal testen. Oh Gott. Bam! So zum Beispiel, das war jetzt, glaube ich, ein richtiger Einsatz. Aber war jetzt auch halt mehr Glück irgendwie, dass es funktioniert hat. Und vor allem, auf eine Fledermaus ist es eher verschwendet, weil die eh mit einem Angriff stirbt. Okay. Die nehme ich mal mit. Besser als meine normale. Passe ich dann den Beat immer, wenn ich rutsche? Nee. Ich kann auch im Beat rutschen, nämlich. Okay. Also der Beat geht da weiter, wenn ich rutsche. Okay, alles klar. Für den wäre es jetzt vielleicht ganz sinnvoll gewesen, meine Kriegstrommel da zu benutzen. Fällt da was runter? Ah, okay, tatsächlich, ja. Shit, jetzt sind die woanders hingelaufen. Und die wurden teleportiert. Okay. Ich sollte mir vielleicht sogar echt angewöhnen, das zu benutzen ein bisschen. Die Kriegstrommel da. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht tatsächlich. Fuck. Verbraucht vor allem auch keine Ausdauer. Ich kann das gratis machen einfach. Ich kann halt zum Beispiel auch stehen bleiben oder so. Bam. Das war jetzt zum Beispiel der stärkere Angriff. Genau. Gegnerraum mit einem Schlüssel machen wir gleich mal. Das war jetzt dumm. Ich sollte sowieso die Grabsteine zuerst kaputt machen. Und irgendwo hier in der Nähe war der Verkäufer schon wieder. Ich habe ihn schon wieder gehört. Bam! Genau. Ich meine, vor allem gegen Bosse wäre das halt natürlich effektiv, wenn ich da mehr Schaden machen könnte. Aber gegen Bosse ist natürlich auch schwieriger einzusetzen, weil ich die Muster erstmal lernen muss. Und weil ich herausfinden muss, wann ich einmal warten kann, quasi. Das macht schon sehr viel schwieriger. Das Ding wieder. Ich nehme es mal ein bisschen. Ich werde eh gleich Schaden nehmen. Und dann wird es zerbrechen. Kann ich gegen den Typen eigentlich was machen? Kann ich da irgendein Puder drauf träufeln oder so auf den? Habe ich, glaube ich. Oh Gott, habe ich nicht sowas. Ja, okay, jetzt ist schon zerbrochen. Das war jetzt aber auch ein bisschen eng da. Hier ist wirklich sehr viel los an Gegnern. Okay. Yeah. Ja, Musik geht auch wieder voll ab. Ist richtig nice. Bam! Auch wieder verstärkter Angriff. Schreien der. Was? Jetzt habe ich gar nicht lesen können. Schreien der was? Ich habe es gar nicht lesen können. Irgendwas ist anders. Ah, scheiße, ich bin so dumm. Irgendwas ist anders. Ich weiß aber nicht was. Egal.
Nee, ich will meine wieder haben. Also eine Glasfackel. Nee, ich bleib bei meiner. Nice. Zack. Zack, sehr schön. Aber ich muss eigentlich jetzt gar nicht verstärken. Durch die Trommel da. Weil ich halt sowieso gerade Regenbogenbeat habe. Und da mache ich ja eh schon mehr Schaden. Bam! Also es hat 4 Schaden einfach so gemacht mit der Trommel auch. Das ist schon ganz cool. Ich gehe mal drauf sogar. Ich will das Geld haben. Das ist halt wieder total ungewohnt. Okay, ging sogar. Bam. Leer raus. Oh Gott. Zack. Okay, Ruhe. Kompass, nice. Ah, läuft eigentlich ziemlich gut, würde ich sagen. Obwohl hier gar nicht so einfache Gegner teilweise vorkommen, finde ich. Was mache ich jetzt gegen den? Bombe? Ah, okay, das ist sehr simpel, dass man die Bomben töten kann. Wird's ein bisschen eng. Zu eng. Fuck. Das war schlecht. Das war auch eigentlich dumm. Oh Gott, was tue ich? Hilfe! Ist irgendwie ungewohnt jetzt, dass ich auch nicht mehr den Rapier habe von Zelda. Mit dem habe ich mich ja immer, wenn ich auf 2 Entfernung getroffen habe, habe ich mich ja dann auch gleichzeitig nach vorne bewegt. Was mir sogar jetzt im Endeffekt doch fast lieber war. Oder ja, ich weiß nicht, das ist ziemlich gleich eigentlich. Das macht keinen Riesenunterschied, ob ich mich da nach vorne bewege oder nicht. Aber es ist halt ungewohnt, weil ich war das halt gewohnt, dass es der Fall war und jetzt ist es halt nicht mehr der Fall. Und das verwirrt mich ein bisschen. So. Und da kriegen wir Schlüssel, gut. Aber es gibt noch Gegner hier auf der Ebene. Die will ich noch ganz gerne platt machen. Warte mal. Genau, ich kann auch mal hier übrigens anzünden. Aber jetzt ist meine Fackel eh fast leer. Dann tausche ich jetzt mal. Okay, da kann ich Brücken erschaffen. Und das. Ah, das Wasser zu Eis machen. Ich will das Wasser als Wasser haben. Weil ich mich im Wasser ja ziemlich frei bewegen kann. Und auf dem Eis rutsche ich halt nur geradeaus entlang. Also ist das so auf jeden Fall besser. Genau, gehen wir auch mal kurz zum Verkäufer. Hi. Ich habe ziemlich viel Geld. Herzteil vor allem. Das ist nice. Das ist auch voll billig vor allem, dass der einfach so Herzteile anbietet. Das ist voll geil. Kein Verschleiß. Ich habe keinen Ring. Ja. Und das nehme ich auch mal mit. Das Blitzding. Okay, nice. Was sagt er eigentlich? Ich weiß nicht, wie ich hergekommen bin. Aber meine Waren sind noch da. Das freut mich für dich. Wie auch wieder mitsingt. Wunderschön. So, genau, da rechts geht's ja weiter. Da oben kam ich her. Aber es gibt noch Gegner hier. Das verwirrt mich ein bisschen. Weil ich will eigentlich, dass der Beat weggeht. Das will ich eigentlich immer ganz gerne schaffen. Warte mal kurz. Irgendwo in der Wand noch oder so. Da ist noch so ein Eisblock. Ist da ein Gegner drin? Nee. Oder es gibt halt noch irgendwo am Rand einen kleinen Raum, wo Gegner noch eingesperrt sind, die ich befreien kann, wenn ich will. Das könnte auch noch sein. Hat aber auch noch einen Schlüssel übrigens, okay. Gut. Nehme ich auch gerne mit. Hier noch? Nee. Hier ist auch noch Blitzerzeug. Ah, ein mehr Schaden. Gut, ich hatte, glaube ich, eh keine Stiefel mehr. Vorsicht, Baustelle habe ich übrigens bekommen. Wahrscheinlich dafür, dass ich alles weggrabe. Jetzt ist übrigens der doch weg. Das ist aber komisch, weil gerade eben war der Beat ja noch da, obwohl eigentlich alle Gegner schon besiegt waren. Der geht doch dann immer sofort weg eigentlich. Das war seltsam. Aber okay. Auf jeden Fall haben wir da alles geschafft auf der Ebene, denke ich. So, ach, der rutscht natürlich jetzt auch entlang, klar. Okay, erstmal noch mehr elektrische Angriffe kriegen wir ganz oft hier. Kann ich die Statuen auch zerstören eigentlich? Warte mal. Nein. Ja, wie komme ich dann zum Herzteil? Ich bräuchte halt jetzt die Schwebestiefel. Das wäre gut. Dann würde ich rüberkommen. Wenn ich den Somaria-Stab benutze. Das könnte sogar auch gehen. Warte mal.
Wenn ich jetzt hier einen Block erschaffe und ich hau den jetzt nach vorne und ich spring dann wieder drauf. Genauso wie gerade eben eigentlich auch. Genau, das geht, ja. Nice. Kann ich mit dem rüberfahren. Yeah! Und es gibt uns auch einen weiteren Herzcontainer. Cool. Freue mich, dass ich das lösen konnte. Das Rätsel. Sehr schön. Ich muss es wieder kurz außenrum mal gehen. So. Genau. Perfekt. Nice. Jo, ich lasse mal hier die Beat-Trommel. Das ist gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Habe ich jetzt schon ein paar Mal sinnvoll einsetzen können. Oh Gott, sind da viele Gegner. Über auf allen Seiten sind Gegner. Um Gottes Willen. Ja. Kriegen wir schon hin, hoffe ich mal. Da kann ich sogar jetzt einen Bogen oder so sinnvoll benutzen. Oder Bomben. Okay. Bam! Nice. Boah, sind trotzdem sehr viele. Ja, lol, was soll ich denn da machen? Okay, ich habe mich sogar relativ gut geschlagen, würde ich sagen. Dafür, dass da wirklich sehr, sehr viele Gegner waren. Das war ein bisschen fies, finde ich. Aber okay. Bomben. Bam! Alter, der Bogen ist ja auch voll geil. Den haben wir auch beim letzten Mal bekommen. Der kann jetzt durch alle Gegner hindurchsausen und auch mehrere Gegner halt dann auf einmal treffen. Wenn die in einer Reihe stehen sollten. Wie gerade eben. Und das geht richtig ab. Das ist nice. Man muss halt natürlich auch einen richtigen Moment dafür finden. Das kommt ja... Ach komm. Kommt ja nicht oft vor. Ach, scheiße. Dass Gegner genauso in einer Reihe stehen. Aber wenn es vorkommt, wie gerade eben, dann ist es krass auf jeden Fall. Dun. Okay. Bam. Da ist eine große Truhe wieder. Aber ich habe ja sogar drei Schlüssel. Oh Gott. Das ist trotzdem verwirrend alles, wenn so viele Gegner auf einmal da sind. Aber ich krieg das hin. Ich besiege erstmal wieder viele Gegner, bevor ich irgendwas anderes mache. Bevor ich erkunde oder so. Weil da werden mich die Gegner ansonsten viel zu sehr nerven die ganze Zeit. Fuck. Das war schlecht. Ich muss mich auch im Beat versuchen, aus dem Eis zu befreien. Ist auch ungewohnt. Was macht der Schalter eigentlich? Ja, der ändert wieder Eis zu Wasser. Ich will Wasser eigentlich aber behalten. Wasser ist besser. Aber ich konnte die ganzen Fische töten. Das ist ganz gut. Yeah. Na komm jetzt. Zack. Machen wir erstmal den Raum hier. Oh Gott. Alter, das ist gar nicht so schwierig eigentlich, der Ivarok. Das ist eigentlich voll okay sogar, den zu besiegen. Ein Schaden, was macht das? Was? Moment. Eis ignorieren und hohes Gewicht. Eis ignorieren. Das ist interessant. Aber ich kann ja eigentlich eh alles Eis zu Wasser machen, umgekehrt. Nee, ich lasse sogar meine aktuellen. Das ist mir fast lieber, dass ich nicht so viel Schaden nehme. Ja. Wenn ich nochmal. Ich merke mir das nochmal, dass da unten welche sind, wo ich Eis ignorieren kann. Also wenn ich zu einer Stelle hinkomme mit viel Eis, könnte ich nochmal wechseln. Aber lassen wir das erstmal. Jetzt können wir uns mal kurz die Truhe holen. Den Speer. Den ich eh schon hatte, oder nicht? Habe ich den jetzt zweimal? Weil das ist ja einfach auch der normale Speer, den ich halt geupgradet habe. Mit Obsidian. Weil ich meine, bei den Dolchern habe ich ja einen Titanium-Dolch, der an sich besser ist als ein ganz normaler Dolch. Oder? Ne, das ist irgendwie komisch. Verstehe ich nicht ganz. Aber ja, ich will halt den besseren hier haben. Ich meine, ich könnte aber den hier, ich könnte dem dann das Smaragd-Dings geben und dem dann den Giftschaden geben. Und dann kann ich halt immer abwechseln, ob ich halt Gift haben will oder ob ich diese Beat-Kombo haben will. Ja, das kann ich dann machen. Aber ich finde es mit der Beat-Kombo eigentlich echt ziemlich cool. Weil ich schaff's in letzter Zeit, würde ich schon sagen, relativ oft, dass ich den Beat gut aufrechterhalten kann. Und dass ich dementsprechend halt mehr Schaden machen kann. Und das ist dann schon cool. Fuck. Wartet. Bam. Nice. Die zählen ja auch als Gegner, denke ich mal. Und die werde ich auch besiegen müssen. So, okay. Da ist noch ein Bossraum. Oder ein Gegnerraum. Oh Gott. Da hätte ich jetzt auch getroffen werden können.
Fuck. Habe ich irgendwie nichts machen können mehr. Habe ich das Gefühl gehabt. Jetzt habe ich selber Schaden genommen durch die Bombe, aber egal, ich muss die ganzen Gegner irgendwie loswerden. Es waren viel zu viele für meinen Geschmack. War schon die richtige Entscheidung, würde ich sagen. So. Ah. Okay, nice. Schlüssel noch, gut. Ja, die Karte würde ich gerne mal finden. Die habe ich noch gar nicht bisher, ne? Kompass habe ich ja schon, aber Karte noch nicht. Kann die der Händler auch haben? Zum Verkauf? Nee. Aber er hat Pegasus-Stiefel. Oder halt, ich's... Ne, wir heißen ja eigentlich Schwebestiefel. Ich nenne sie im Pegasus-Stiefel fälschlicherweise. Die finde ich ziemlich cool, muss ich sagen. Die hole ich mir mal. Ich mag die. Dann Schlüssel auch noch. Und Schaufel habe ich eh eine bessere. Die hält auch voll lange durch, meine Schaufel irgendwie. Die will ich behalten. Okay. Ah, hier ist dann übrigens die Karte, ziemlich sicher. Bam! Okay, der hatte noch den Schild. Aber passt alles. Gut. Da kann ich jetzt hinspringen, oder? Mit den Pegasus-Stiefeln? Genau. Oder, sorry, Schwebestiefel. Ich muss mir das abgewöhnen, die Dinger Pegasus-Stiefel zu nennen. Wenn es gar keine Sinn. Da hat jetzt noch was, genau. Graben füllt Ausdauer auf. Ja, weiß nicht. Was ist das eigentlich für eine Schaufel, die ich gerade habe? Du springst vorwärts auf das gerade umgegrabene Feld. Achso, das ist das, stimmt. Genau, ja. Das hier. Ich mag die ziemlich gerne. Und die hält ja ultra lange durch. What the fuck, die geht ja gar nicht kaputt. Die würde ich dann ganz gerne behalten, allein deswegen, weil ich dann immer eine Schaufel habe. ja, okay, aber ich glaube, hier ist nichts mehr auf der Ebene. Wir haben ja auch alle Gegner besiegt. Dürfte, glaube ich, passen. Okay. Dann kann man gleich mal weitergehen. Ja, links unten muss ich, glaube ich, hin. So, genau. Okay. Aber stimmt für den Boss übrigens. Der Boss kann ja bestimmt Eisfelder erschaffen. Also ich glaube so ziemlich jeder, ja nicht ganz jeder, aber viele Bosse haben irgendwelche verschiedenen Felder erschaffen können. Zum Beispiel der Lava-Boss da hat Kohlefelder erschaffen können und sowas. Ah, jetzt sind sie weg. Toll. Okay, dann halt nicht. Dann halt nicht. Und ich kann mir gut vorstellen, die Ivaroks können ja auch sowas machen. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Boss hier das auch kann. Und übrigens ein Eisschieberätsel, das ist cool. Will ich den jetzt nach links schieben? Aber wo muss ich denn den hinbringen eigentlich? Also erstmal Truhen übrigens geschenkt. Großer Schlüssel, nice. Da sind noch Rubine. Könnte ich mir holen, wenn ich ein paar Bomben hergebe. Mach ich mal, ja. Ist es wert? Doch, ich glaube schon. Oh Gott. Ne? Eine Biene? Was soll ich tun? Ah, okay. da unten will ich hin. Also ich selber will da unten hin. Genau, okay, das heißt... Das passt, genau. Ich will den hier nach links schieben. Und dann nach unten, sodass ich dann eine extra Plattform habe, damit ich dann hier nach rechts kann. Genau. Yay. Ah, das ist natürlich cool, das Ding. Das macht jetzt halt sehr viel Schaden. Ist halt auch fragil. Aber damit können wir, glaube ich, auch abgehen. Wenn der kaputt gehen sollte, dann wechsle ich halt wieder automatisch zu meinem normalen Speer. Das ist ganz gut. Okay. Jo, dann... Ah, dim, noch der magische Bumerang. Sehr schön. Diese verbesserte Version des Bumerangs kann größere Gegner betäuben und einige kleinere besiegen. Ah, das ist schon nice. Okay. Geht es bei Bossen auch? Das kann ich dann gleich mal austesten. Den Enterhaken brauche ich zum Beispiel nicht. Okay, aber da habe ich jetzt keine Abkürzung dahin. Aber das ist ja okay. Unten habe ich eine Abkürzung. Das passt schon. Ja, okay. Gut. Wir sind auch fast voll geheilt. Ich hoffe, dass wir es schaffen werden, aber beim vorletzten Mal, wo wir Go-Maracas besiegt haben, diesen Goma-Verschnitt mit Maracas, der war ziemlich schwierig. Ich bin gespannt, wie es jetzt dann gleich laufen wird. Ich habe meine komische Trommel da, die ich eventuell benutzen kann. Ich nehme mal sogar Krabbelminen übrigens hier hin, falls ich die benutzen will. Also ich habe schöne Fernangriffe auch als Items eventuell. Vielleicht muss ich auch wieder ein Geschenk benutzen. Ich könnte irgendwie sowas benutzen, stimmt. Das kann ich auch mal austesten, ob man Bosse verwirren kann zum Beispiel. Das will ich mal dann austesten. Ja, okay. Gut, dann mal gucken. Wird schon. Du hast immer noch nicht aufgegeben. Ich hoffe, dir ist klar, dass ich das zu unser aller Wohl tue. Um uns gegen Ganon zu verteidigen, werden wir eine Armee brauchen. Das hat er beim letzten Mal schon erwähnt, dass Ganon wieder aufersteht oder so. Vielleicht wird mein viertes Instrument der Macht dich ja zur Vernunft bringen. Kraft des Wassers. Lasse deine Eiseskälte durch meine Oboe fließen. Eine Oboe? Und Wiss Ropes? Ah, so ein großer Typ. Der Pyro-Boe-Magus. wunderschön.
Oh Gott. Ja, der kann, das dachte ich mir schon, der kann Eisfelder erschaffen. Überall nämlich. Oh Gott. Ja, das war übrigens dumm. Oh Gott, das wird schwierig. Fuck. Boah, das Eis ist ja auch hart nervig. Der hält auch voll viel aus. Oh Gott, das wird schwierig. Ja, der Bumerang funktioniert, glaube ich, nicht gegen den. Okay, kann ich ihn verwirren? Nein, nicht ihn, aber die Eiszapfen kann ich da. Oder die Schneeflocken kann ich verwirren. Interessant. Die gehen auch irgendwann automatisch kaputt, okay. Das ist ja hart nervig. Ich muss halt irgendwie mal zu ihm hinkommen. Weil der haut sofort immer ab, sobald ich zu ihm hinkommen will. Okay. Aber ich habe es jetzt verstanden. Also da muss man ein bisschen defensiver spielen. Ich glaube, hier will ich den Bogen aber ab und zu mal benutzen. Ich glaube, der ist hier ziemlich gut. Übrigens, ich will aber den mal kurz wechseln zu Feuerpfeilen. Das ist bestimmt besser. Krabbelminen sind auch gut. Und das Verwirren klattern. Ich nehme mal notfalls das Geschenk, falls ich das benutzen muss. Oder ich kann mal das Rüstungsdings benutzen. Oder das Schadensdings sogar, weil das ist, der Kampf dauert ziemlich lange. Ich nehme mal sogar das Schadendings. Fuck, aber es hat funktioniert. Komm schon jetzt. Ich sterbe echt gleich. Den kann man halt immer nur einmal treffen. Scheiße. Nein! Alter, ist der fies. Jetzt wurde meine Waffe verzaubert. Achso, nee, ich will das Geschenk benutzen. Stimmt. Gib mir eine Fee. Danke. Alter, der ist ja krass. What the fuck? Mach nochmal die Waffe. Der dauert halt vor allem Ewigkeiten, weil ich da immer nie hinkomme zu dem. Fuck. Holy shit. War's das dafür jetzt auch oder hat er eine zweite Form? Ne, das war's, okay. Boah, der war auch schlimm. Ich bin nicht gestorben zum Glück, aber wir waren kurz davor. Ich habe auch wieder ein Geschenk, eine Fee benutzen müssen. Huiuiui. Der war auch ziemlich heftig, finde ich. Weil der hat halt auch voll lang gedauert, der Kampf. Das war, glaube ich, der längste Kampf von denen allen. Hier bei den Bossen. Weil er halt ständig verschwunden ist und woanders aufgetaucht ist, aber zu ihm hinzulaufen, während überall Eiszapfen runtergefallen sind oder Schneeflocken kamen oder andere Pyro, Magida, die kleineren oder Wiswops halt. Das war ziemlich verwirrend irgendwie, da hinzukommen zu ihm. Und dann, wo er auch noch selber angegriffen hat, da muss man dann schnell reagieren, auf welches Feld man gehen muss, wo man sicher ist. Das ist auch total schwer gewesen, finde ich. Also der hat mir auch Probleme bereitet. Aber ich habe echt das Gefühl, dass die Bosse mitscalen. Also wenn, weil ich den als viertes gemacht habe, ist der auch stärker, als wenn ich den als erstes gemacht habe. Weil den mit nur 4 Herzen oder so zu schaffen, das kann man ja vergessen. Also ich glaube, die werden stärker, die Bosse, und passen sich meiner Stärke an. Du hast die Oboe erhalten. Eine mächtige Magie geht von ihr aus. Sie könnte dir dabei helfen, Octavo aufzuhalten. Okay. Wir haben übrigens alle 4 Bosse besiegt jetzt, ohne eine Flasche überhaupt gefunden zu haben, will ich mal anmerken. Wo sind die scheiß Flaschen eigentlich? Es muss auch mehrere geben. Mit Sicherheit gibt es mehr als eine. Das ist geschafft. Du hast alle von Octavos Instrumenten besiegt. Jetzt können wir uns zu Schloss Hyrule aufmachen und die Sache zu Ende bringen. Okay, können wir wirklich schon, ja. Aber es gibt doch... Es gibt hier auch noch einen Dungeon. Also ja, auf jeden Fall die nächsten paar Parts werden wir erstmal relativ viel erkunden. Bei diesen ganzen Gebieten hier noch. Dürfte aber recht schnell gehen, weil wir ja doch mittlerweile sehr stark sind. Und dann können wir uns halt auch angucken, was noch hier vor allem ist. Aber es gibt noch einige andere interessante Felder auch. Das ist noch ein interessantes Objekt irgendwie. Und hier irgendwie. Also es gibt noch einige sehr interessante Sachen hier, die wir uns dann anschauen können. Und ich bin schon gespannt, was wir hier in dieser Welt, in Cadence of Hyrule, noch so alles entdecken werden. Und vor allem, was bei diesem 5. Dungeon da ist. Ist es ein Bonus-Dungeon oder so, was da noch ist, werden wir schon noch sehen. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal.